So, hallo. Heute wollte ich euch mal kurz ein Video zeigen, wie ich hier eine Messplatte bzw. Tuschierplatte neu einschabe. Diese habe ich im Vorfeld erstmal überfräst und weil meine Fräsmaschine so genau ist, war das unheimlich viel Schabarbeit danach. Das, was wir jetzt sehen, das Schabbild bis jetzt, beziehungsweise das Tuschierbild, war schon ganz schön viel Arbeit. Wie man sieht, hat man hier eigentlich ein gutes Bild. Hier sind viele einzelne Tragpunkte. Aber hier der Bereich, der ist relativ groß. Da sieht man nichts. Da haben wir auch noch einen Bereich, wo noch viel Arbeit drin steckt. Hier, in dem Bereich und hier auch nochmal. Die schlechte Nachricht vorweg ist, die ganzen Punkte, die man hier sieht, die sind höher, die müssen also erstmal abgetragen werden, damit ich nachher beim Tuschieren auf meiner Messplatte dann auch hier langsam mal einzelne blaue Punkte und Stellen sehe. Ich sag mal vorweg, ich habe es nicht gelernt, das war Learning by Doing. Ja. Mein Vorteil war jetzt einfach mal, dass ich so einen Biax habe. Habe ich hier liegen, mir ausleihen konnte. Damit ging es schneller. Trotz alledem steckt da schon einige Stunden Arbeit drin. Ich mache eigentlich nur dieses Video, weil gibt da professionellere Videos, aber im deutschsprachigen Bereich dann doch recht wenig. Na, gehen wir mal rüber zur Messplatte, die wir hier liegen. Ja. Ich habe hier von Diamant eine Tuschierpaste. Die ist so ein bisschen ölig. Die trägt man dann quasi auf die Masterplatte, also meine Referenzplatte auf. Nicht zu viel, das Zeug ist relativ ergiebig. Und dann habe ich hier so eine Hartrolle, so eine, ja, was ist das? Also so ein Hartgummi. Und dann wird das verteilt in alle Richtungen. Und wie man schon sieht, die Farbe verteilt sich halt recht schlecht. Also man muss schon ordentlich rollen, bis man dann gleichmäßig die Farbe auf der Messplatte aufgetragen hat. Ja. Dann nimmt man sich das zu schabende Bauteil. Wie gesagt, hier die Richtplatte. Legt die hier drauf. Ja, und dann bewegt man die ein bisschen hin und her und schon hat man dann quasi erstmal das erste Muster, was sich hier abzeichnet. Ne? Anfangs waren es halt meistens, also bei mir, die Außenstellen, die sich blau eingefärbt haben, so wie hier relativ viel. Und die schabt man dann weg. Wenn man mal genau hinguckt, sollte man sich auch nicht die vornehmen. Mal eben sehen, ob man hier den Unterschied sieht. Ja, hier zum Beispiel. Ne? Also hier ist relativ dunkel noch die Farbe. Aber der eigentliche Punkt, wo es höher ist, ist natürlich auch hier in dem Bereich. Aber da, wo die Stellen sich extrem hell färben, weil man da schon die Farbe wieder runterreibt, da sind die höchsten Punkte. Ja, und da zeige ich euch jetzt mal, wie ich da vorgegangen bin. Wie gesagt, das ist der was ich im Vorfeld auch nicht wusste, ist diese. Wie, die sind jetzt von Nvidia, diese Hartmetallplatten. Wenn man die kauft, dann haben die noch keinen Schliff. Die muss man sich erstmal selber schleifen an beiden Stellen. Ansonsten schabt es sich damit auch nicht besonders gut. Und dann geht man hin. Man kann hier verschiedene Geschwindigkeiten einstellen und auch den Hub, wie weit hier dieser Stößel nach vorne fährt. Da muss man halt für sich einfach mal ein Gefühl entwickeln. Also, wie gesagt, ich habe es nicht gelernt. Hier, das war so mein erstes Projekt. Und
Ja, bis man die richtige Einstellung gefunden hat, den richtigen Druck, den richtigen Winkel. Und man muss auch ein bisschen damit spielen, je nachdem, wie man wegnimmt. Dann stellt man die Maschine ein. Und dann geht es über diese Stellen, die so hoch sind. Jetzt nur noch mit wenig Druck. So, jetzt habe ich mal einen kleinen Bereich die Stellen weggenommen. Man sieht, da sind noch einzelne Punkte, da müsste ich nochmal rüber gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in diese Richtung geschabt habe und ich die ganze Platte die meisten dunklen Stellen hier weggeschabt habe und dann neu touchiere auf der Messplatte, dann müsste der nächste Schabgang in dieser Richtung verlaufen. Ich werde das jetzt mal komplett runterschaben, diese Stellen. Und dann gleich nochmal einschalten, wenn ich die Platte nochmal neu touchiere. So, ganz kurz nochmal, dann sieht man es vielleicht besser. So, hier der Bereich. Viel zu tief. Hier ist ein großer Bereich, viel zu tief. Hier noch. Der zeichnet sich eigentlich einmal komplett so durch die Mitte ab. Wie gesagt, alles andere ist so hoch und muss dann erstmal runter. So, hier mal ein Zwischenstand. Hier habe ich jetzt mal eine Fläche von ungefähr 180 mm mal 170 mit dem Birkschaber geschabt. Das waren so in etwa, ja, 5 Minuten. Ne? So, das heißt also, ich habe jetzt quasi ein Viertel der Fläche abgetragen. Also dieser eine Arbeitsgang ist dann mal gut 20 Minuten, trotz Elektroschaber. Ja, so nach ziemlich genau 20 Minuten habe ich die ganzen blauen Stellen weggeschabt. Man sieht hier in den Bereichen, wie auch hier, das habe ich jetzt nicht eingezeichnet und da bin ich nicht rübergegangen. Ja, ich habe mir dann quasi jetzt hier, das ist eigentlich zum Messerschärfen gedacht, so ein Schleifstein. Ich glaube hier die Seite, das war eine 2000er Seite. Damit gehe ich jetzt quasi hin und entdrahte die ganze Sache nochmal vorher. Also man merkt schon, wenn man dem Ziel näher kommt, der Stein, der läuft viel besser rüber. Also wenn man die Unebenheiten hat, die merkt man. Also jetzt, der rutscht schon richtig hier rüber, der Stein. Ja, wie gesagt, man sollte im Kreuz schaben. Das jetzige Schabbild verlief jetzt in die Richtung. Das andere werde ich jetzt quasi in diese Richtung schaben, ne? Wenn ich jetzt gleich nochmal touchiert habe. Ja, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier nach am Ziel angekommen bin. Aber ganz wichtig, Sauberkeit. Ne? Also Staubkörnchen, die können da schon mal ausreichen. Ich habe mal spaßeshalber ein Haar gemessen. Also ein Haar hat jetzt hier von meinem Sohnemann
Fünfhundertstel, ne? Also jedes kleinste Staubkörnchen oder hier so ein Grat oder noch so ein Metallspan, die können einem die Arbeit versauen, ne? Jetzt sind wir an meiner Messplatte. Die jetzt gerade nochmal sauber gemacht. Jetzt tragen wir mal diese Farbe auf. Hier sieht man es ganz gut, ne? Also es dauert, bis man die gleichmäßig verteilt hat. Ja. Auch hier ist zu sagen, also ich bin auf jeden Fall so vorgegangen. Ich habe anfangs ein bisschen dicker aufgetragen, um erstmal die höheren Stellen besser zu sehen und auch weitläufiger. Je dicker die Farbe ist, umso mehr bleibt eigentlich auch erstmal auf das bearbeitende Werkstück hängen. Und wenn man dann so nah am Ziel ist, immer dünner werden. So, ich lege euch jetzt mal eben weg, weil die Platte da hinten, die wiegt 60 Kilo. Und dann schalte ich gleich nochmal dazu. So, die Platte liegt jetzt auf der Messplatte drauf. Also anfangs kann man das auch hören. Also die liegt schon relativ vollflächig auf. Wenn ihr zum Beispiel das hier, die Ecke, in der Luft hängen würde, dann würde man auch einen anderen Klang hören. Man kann auch einen Schonhammer nehmen oder sowas, aber man hört es auch so schon, wenn man drauf tippt, ne? Oder wenn es halt in der Mitte ist, dann hört sich halt überall hohl an, aber hier verändert sich der Klang. So, und jetzt dann in gleichmäßigen Bewegungen, ne, über die Platte. Ne? Man kann auch mal so eine 8 machen. Ne? So. Wenn man jetzt zum Beispiel hier in der Ecke wackelt, sehe ich hier schon, es bewegt sich quasi in der Mitte, also ist momentan der höchste Punkt in der Mitte. Würde sich das jetzt um den Angelpunkt hier drehen, ne, dann könnte es sein, dass hier der höchste Punkt ist, beziehungsweise wenn ich dann einmal hier drehe und es würde sich dann quasi da hinten gleichmäßig quasi so kippen, so. Und wenn ich das auf der Seite machen würde, kann man dann auch schon mal sehen, okay. Er ist jetzt doof, weil es halt in der Mitte aufliegt. Ich nehme die Platte jetzt mal runter und dann gucken wir uns jetzt gleich nochmal das Bild an. Ich hatte am Anfang festgestellt, am Anfang, dass die Platte halt, ja, beim Rübergleiten hier schon ein anderes Geräusch macht. Jetzt ist das schon fast saugend, ne? Also wir haben schon eine ziemlich gute Fläche. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Auch hier sieht man teilweise, ja, so, das sind keine Kratzer, aber man sieht, wie die Tuschierfarbe hier weggenommen worden ist, ne? Also auch da sind da noch ein paar zu hohe Stellen. Ja, so sieht jetzt das Tuschierbild aus. Mal gucken, ob ich es richtig eingefangen kriege. Also es bewahrheitet sich, es war nicht genau in der Mitte zu hoch. Wir haben zwar hier auch ein paar Tragpunkte, aber hier so in diesem Bereich. Darauf hatte sich das dann halt quasi auch so gedreht, anstatt einfach nur, wie soll ich machen, an einem Punkt quasi so. Oder so halt. Ne? Und das auch in der Richtung. Dann ist man eigentlich ziemlich nah am Ziel. Nur hier auch. Und hier ist relativ frei. Ja, man sieht es jetzt schlecht, aber es sind weniger Tragpunkte als vorher auf der ganzen Fläche. Also das hatte ich jetzt schon mehrfach, dass man halt schabt und schabt und schabt. Auf einmal ist man fast am Ziel, dann schabt man weiter und dann sieht das auf einmal so aus, als hat man wieder, ist man wieder da, wo man quasi angefangen hat, fast. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nur eine falsche Ausführung ist von dem Schaben, sondern
Ja, wenn ich jetzt die Stellen hier weggenommen habe, dann glaube ich, dass ich dann in den Stellen, wo ich vorher gar nichts hatte, auf einmal die Punkte kriege und dann auch wieder das Tragbild sich auf der ganzen Platte widerspiegelt. Na, hier sieht man ganz schön, also hier sieht man diesen Rand hier. Und da in der Mitte, da sind dann ganz genau diese Stellen, die wesentlich zu hoch sind. Ja, da muss ich dann noch dran. Hier so diese Ausläufer, die würde ich erstmal ignorieren. Das zeigt sich nachher, wenn ich dann hier dran bin. Also das hier ist eins der Hauptprobleme. Ja, und hier diese Stelle. So. Ja, so einen Birkschleifer würde ich mir privat nicht zulegen. Ich glaube, das Ding kostet fast 3.000 € neu, was ich da habe. Günstigerweise habe ich es mal ausgeliehen bekommen. Es geht wesentlich schneller. Aber wer mal Lust hat, sowas privat zu machen, dem würde ich quasi einen Handschaber ans Herz legen. Das geht auch ganz gut. Man hat sogar meines Erachtens ein bisschen mehr Gefühl, weil man da doch, sagen wir mal, noch mehr Einfluss hat auf die Bewegung und auf den Druck, den ich ausübe. Und auch da ist zu sagen, der Schliff ist nicht A und O. Ich hatte anfangs halt nicht gewusst, dass man diese Platten nochmal anschleifen muss. Das kriegt es nicht im Fokus. Aber wie gesagt, hier ist eine leichte Phase dran. Und auch hier. Ne. Ich habe es auch nicht selber geschliffen, weil ich bräuchte da entweder so einen Werkzeugschleifer mit Diamantscheibe oder Nassschleifer, von dem ich den Biak-Schleifer bekommen hatte. Der hatte mir dann auch meine Platten, die ich hier hatte, auch alle mal angeschliffen. Und dann geht es auch recht gut. Ne. Gerade so kleine Stellen hier beim Schaben. Gucken, ob ich das eingefangen kriege. Wo haben wir denn hier was? Ist die Kamera? Hier so in dem Bereich, ne? So. Also ich hatte jetzt in diese Richtung geschabt. Das heißt, also ich muss so. Das ist manchmal ganz gar nicht so einfach, weil der Radius, diese Platte hat hier so einen leichten Radius. Und ich sage mal, die Stelle genau zu treffen, die ich haben will. Also das ist schon Fingerspitzengefühl gefragt. Weil manchmal schabt man dann und dann will ich in der Mitte treffen und schab aber hier außen. Ja. Hier sieht man zum Beispiel, gerade bei so kleinen Punkten. Manchmal gar nicht so einfach. So, ich will euch jetzt nicht weiter damit langweilen. So, also für jeden, der es mal versuchen will, also hier, ich habe es auch an der Platte, hier habe ich angefangen mit, zwischendurch noch ein paar andere Sachen versucht einzuschaben. Das ist noch relativ simpel, weil mich interessiert nur diese Fläche, die quasi dann absolut plan zu bekommen. Wenn es darum geht, um geometrische Schaben, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Ne? Fängt schon an, wenn ich zum Beispiel die Fläche absolut parallel mit der Unterseite habe. Wenn ich zum Beispiel das irgendwo auflegen will zum Messen, dass ich das als Bezugskantenfläche nehme, hier zum Messen, dann wird es schon wesentlich komplizierter und man muss auch die nötigen Messmittel haben. Ne? Ich schwenke mal kurz rüber hier zu meinem anderen Projekt. Das ist eine Mao 300 Fräsmaschine, ursprünglich mit Schwalbenschwanzführung. Die ist 6 Zehntel im mittleren Bereich eingelaufen
Und dann bin ich hingegangen und habe dann halt quasi die Schwalbenschwanzführung weggefräst und jetzt hier Linearführung drauf gemacht. Und habe die Tragflächen für die Linearführung auch komplett eingeschabt. Ich bin jetzt hier auf einer Länge von ungefähr auf einem Meter von 1/100. Ne? Und auch da muss ich sagen, das ist eine ganz schön heikle Sache. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier in dem Bereich einen Bauch habe und ich nehme das nachher als Bezugsblock, setze hier eine Messuhr drauf und messe gegen den Block und messe dann auf einmal, ich habe hier ein Hundertstel zu viel oder zu wenig und schab dann schabe ich ja auch rein theoretisch nur den Bauch hier rein. Dann sieht das überall gleich aus, aber auf der kompletten Länge würde sich dann wieder ja, verschiedene Unebenheiten abzeichnen. Ne? Ja, dafür gibt es dann Tuschierlineale. Das ist jetzt zum Beispiel eins. Das ist ein relativ langes. Das hat noch gut funktioniert, bis mir da zweimal runtergefallen ist. Seitdem versuche ich mich hier auch dran, das wieder einigermaßen einzuschaben, dass ich das wieder nehmen kann. Ne? Anderes Beispiel ist, wo ist es denn? Ja, ich habe es gefunden. Hier, das ist ein anderes Toshiba-Lineal. Das habe ich mal geraucht gekauft. Ich habe mich täuschen lassen von dem noch sehr guten Sharp-Bild. Ja, aber wenn man gebraucht sowas kauft, weiß man nicht, was damit los ist. Ich touchiere das mal hin. So. Ich gebe mir nicht sonderlich viel Mühe jetzt. Ne? Ne? So, jetzt drehen wir den Mist mal rum. Und jetzt schaut sich das mal einer an. Ich habe hier ein bisschen was. Da kommt eine ganze Weile nichts. Und dann kommen hier bis am Ende. Also das ganze Ding macht einen Bogen und ist auch noch so in sich verdreht. Also quasi so verdreht. Ne? Viel Geld für Scheiß. Ne? Also jeder, der sich da ein bisschen Equipment kaufen will, sollte das vorher dann da, wo er es her hat, kontrollieren. Wie gesagt, ich habe es bei eBay gekauft, ist zugeschickt worden. Hat mich enttäuscht. Bei so Hartgesteinsachen, da kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Sachen noch gut sind, weil da verzieht sich nichts. Da kann natürlich sein, dass irgendwann, wenn hier ein Grat dran ist oder sonst was, durch Kratzer und so die Oberfläche sich dann auch abnutzt. Aber eigentlich, wenn ich mir jetzt nochmal ein Tuschierlineal kaufen würde, würde ich eins aus Hartgestein oder so Granit nehmen. Sind halt auch teurer. Aber bis ich das mal so habe, dass ich damit zufrieden bin, da bin ich auch schon wieder ein paar Stunden älter. Und da ist mir die Zeit zu schade für. So, das war jetzt mal ein kurzes Video, so wie ich es gemacht habe. Wie gesagt, bin kein Maschinenbauer. Ja, ist ein sehr schönes Handwerk. Also ich bin fasziniert, wie man unter einem Hundertstel arbeiten kann mit der Hand. Ne? Und, aber es hat seinen guten Grund, dass man solche Berufe früher gelernt hat und dass Leute teilweise mehrere Jahre gebraucht haben, bis sie das bis zur Perfektion erreicht haben. Für mich mal eine ganz interessante Sache und gerade hier bei meinem Fräsmaschinenprojekt, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, die ganze Fläche in einem vernünftig abzufräsen und auch meine Fräsmaschine nicht genau genug ist, hatte sich das für mich angeboten, die Sache einzuschaben. Ne? Ja, bis dahin dann noch viel Spaß bei meinen anderen Videos, wenn die mal kommen und bis demnächst mal.